Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich begrüße auch alle Neuen, die eventuell dabei sind. Schreibt mir auch gerne mal einen Kommentar, wenn ihr neu dabei seid. Ich würde mich auf jeden Fall immer über Kommentare freuen, über einen Daumen nach oben natürlich. Und einfach, dass ihr mit dabei seid, dass ihr Spaß habt auf meinem Kanal. Und ja, mir bringt YouTube einfach Spaß und deswegen mache ich das. Und bei mir ist nicht alles so perfekt, also wir starten einfach auch direkt. Und zwar gibt es heute ein neues Unboxing. Ich glaube, Unboxings ist das oder Unboxing sind die Dinge, die hier auf meinem Kanal am meisten laufen. Also nicht laufen, weil ihr es am liebsten schaut, sondern weil ich einfach irgendwie immer am meisten davon zu drehen habe. Und heute geht es mal wieder um leckere Süßigkeiten aus einem Land, ja, wo, glaube ich, bestimmt fast jeder von uns schon mal war. Und zwar geht es um Spanien. Es geht wieder um die Snackbox Vernasche die Welt, die ich ja immer noch laufen habe, wo ich, glaube ich, auch noch nicht jedes Land durch habe. Von der lasse ich die auf jeden Fall noch weiter, weil die mir letztes Mal auch so gut gefallen hat. Also die Kanada-Box war ja auch mega, mega gut. Da haben wir auch schon echt fast alles aufgegessen. Also war richtig, richtig gut. Und heute wollen wir eine kleine Reise nach Spanien machen. Und ich hoffe, ihr habt Lust, dabei zu sein. Ich habe schon mal so ein bisschen geluschert und muss sagen, dass ich die meisten Sachen tatsächlich in Spanien noch nie gesehen habe. Von der bin ich sehr gespannt, wie es denn schmeckt und was das ist. Und ich lese euch wie immer das vor, was in diesem Heft noch steht, weil ich finde das immer ganz interessant, weil da steht auch immer, wo das produziert wird, warum das traditionell ist, und ich finde das immer echt interessant. Und deswegen würde ich sagen, wir starten und legen los. Ich hoffe, dass ich die Namen hier richtig aussprechen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich hatte nämlich Französisch und kein Spanisch. Und zwar ist das von der Marke Valor Huesitos Original. 6 Riegel sind da drin. Und Huesitos sind Schokowaffeln, die seit 1975 in der spanischen Stadt Ateca, Provinz Saragossa, hergestellt werden. Okay, also ein typisches Produkt, was ja, in Spanien hergestellt wird. Ja, kann ich jetzt gar nicht sagen, was ich denke. Hier gibt es auf jeden Fall noch andere Sorten. Vielleicht ist das so ein bisschen wie Manna oder KitKat. Ja, wir werden es sehen. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Dann kommt mir hier so eine Tüte entgegen mit einem, ja, Tiger, Löwe drauf. Und zwar heißen die Cheetos. Sehen so aus. Cheetos wurden 1948 von Elmer Dulin entwickelt. Dabei handelt es sich um Chips, die mit echter Käse zubereitet werden. Okay. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, aber hier steht jetzt auch drauf. Nicht da, sondern da. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin nicht so der Käse-Fan, was diese Chips angeht, weil ich finde immer, kennt ihr diese Reis, nicht Reisballs, sondern diese Käseballs, die es gibt? Oh, ich finde, die stinken ja so widerlich. Ich finde das ganz eklig irgendwie. Und von der bin ich gespannt, wie die sind. Ich werde auf jeden Fall probieren. Mal schauen, ob das was für uns ist. So, dann sehe ich eine Marke, die ich tatsächlich aus Spanien kenne. Die habe ich allerdings noch nie probiert. Und zwar ist das von Chips Ahoy. Chips Ahoy kennt ihr bestimmt. Also in den meisten Supermärkten, die es ja irgendwie auch auf den spanischen Inseln gibt, gibt es auf jeden Fall Chips Ahoy. Dann schauen wir mal, was dazu da steht. Und zwar, Chips Ahoy sind unwiderstehliche Chocolate Chip Cookies, die seit 1963 von der Firma Nabisco hergestellt werden und vertrieben werden. Heute zählen diese Cookies zu den meistverkauften und sind ohne Zweifel ein unwiderstehlicher Lieblingssnack. Die Cookies wurden für die Mikrowelle entwickelt. Ach so, cool. Packe sie für 15 bis 20 Sekunden in die Mikrowelle, damit die Schokolade auf den Cookies schmilzt. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Werde ich vielleicht mal ausprobieren. Mein Problem ist, dass meine Mikrowelle zurzeit kaputt ist. Und ja, extra dafür jetzt den Ofen anmachen, das mache ich definitiv nicht. Vielleicht, wenn ich eh gerade was im Ofen habe, dass ich es hier danach nochmal vielleicht ganz kurz reinschmeiße. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Dann auch was Cooles, also sieht zumindest cool aus. Und zwar Pantera Rosa.
Da ist hier auch der pinke Panda drauf, wer von euch den noch kennt. Also meine Zeit war es auf jeden Fall, beziehungsweise es war, glaube ich, ein Tick vor meiner Zeit tatsächlich. So, ein spanischer Klassiker. Gefüllter Kuchen mit Creme und rosa Zuckerkuvertüre. Pantera Rosa, auf Deutsch Rosa Panther, wird seit über 30 Jahren in Madrid hergestellt. Ah, das finde ich... Ups. Das finde ich auch sehr interessant. Also das ist auf jeden Fall dann ein, ja, bekanntes Produkt, was dort hergestellt wird. Oh, ich sehe gerade, die sind nicht mehr so lange haltbar. Die sind tatsächlich jetzt schon abgelaufen, weil die Box ist übrigens die Februar-Box. Entschuldigt bitte, ich habe es etwas verplant. Okay, das finde ich ein bisschen schade. Die war jetzt Februar-Box und ist tatsächlich nur bis 23.03. Aber das sind halt solche Kuchen, die sind wahrscheinlich auch nicht so lange haltbar. Die werde ich mal rauslegen, dass ich die ja, umgehend probieren werde. So, dann etwas, was man als Marke hier auf jeden Fall kennt. Das Produkt habe ich allerdings hier noch nie gesehen, und zwar von Kellogg Special K Biscuit Moments. Das sieht so aus, habe ich hier wie gesagt noch nie gesehen. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr das kennt. Kellogg Biscuit Moments sind köstlich gebackene Kekse mit einer Schokoladenfüllung. Diese Kekse passen perfekt zu jeder Tee- oder Kaffeepause. Allerdings dürfte es schwerfallen, bei einem oder zwei Keksen zu bleiben. Ja, sind 4 plus 1 gratis. Das kann ich mir aber auch auf jeden Fall lecker vorstellen. Das ist auf jeden Fall noch bis Oktober haltbar. Also werde ich auf jeden Fall erstmal diese rosa Panda-Dinger da essen. Dann haben wir zwei kleine Tüten gehabt von Doritos Bits. Kenne ich jetzt so auch gar nicht. Also habe ich auch noch nie gesehen. Mini-Spiralen mit dem gewissen Etwas. Doritos Bits enthalten einen rauchigen Grillgeschmack. Wer normale Chips mag, wird Doritos Bits lieben. Ja, das klingt auf jeden Fall total nach mir, also für mich geeignet. Ich liebe Chips und ja, alles, was so um dieses Thema herum ist. Und mal was mit Grillgeschmack finde ich auch schon echt lecker. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, dann haben wir das vorletzte Produkt, und zwar Princip Tiernas. Das sind wahrscheinlich auch irgendwelche Kekse. Gucken wir mal. Wer kennt diese leckeren Prinzenrolle nicht? Die Spanier mögen diese nicht als Keks, sondern als Gebäck. Ein komplett anderes Geschmackserlebnis. Yummy, steht hier drauf. Das heißt, das ist wie Prinzenrolle, allerdings wahrscheinlich nur weicher vom Teig her. Deswegen ist es hier auch auf jeden Fall größer und dicker abgebildet. Ja, auch da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Werde ich euch auf jeden Fall berichten. Und dann zu meinem letzten Produkt, was ich in der Box hatte. Und zwar eine Nesquik-Schokolade. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt. Zart schmelzend und knackig zugleich. Nesquik ist der leckere Schokoladenspaß in Tafelform. Die leckere Milchschokolade mit Nesquik-Pulver verwöhnt mit ihrem feinen Geschmack und einem kräftigen Biss. Ja. Kenne ich auch gar nicht, also habe ich auch tatsächlich in Spanien noch nie gesehen. Wird ja auch ganz normal von Nestle hergestellt. Ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Sieht sehr cool aus. Ist auch einfach mal was anderes als, ja, die Süßigkeiten, die man hier so im Laden bekommt. Ich bin auf jeden Fall wieder super happy mit der Box. Ich freue mich auf jeden Fall, das alles zu testen. Ich denke mal, heute Abend werden die mal dran glauben. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie die sind. Ja, ihr Lieben, ich würde mich auf jeden Fall, wie gesagt, über einen Kommentar von euch freuen oder einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne, ob ihr was von den Sachen aus Spanien kennt. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Abend und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!